Die Abendstimmung jetzt im Sommer ist in Wittenberge, vor allem hier an der Elbuferpromenade, eine ganz besondere. Das lässt auch für den kommenden Brandenburg-Tag am 25. und 26. August auf bestes Wetter hoffen. Um das Ensemble mit den Speichergebäuden für die Festtage noch einmal richtig in Szene zu setzen, hatten die Stadtwerke Wittenberge, einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung, einmal mehr eine gute Idee. Wir hatten ja angefangen letztes Jahr mit dem Wasserturm anzustrahlen und wir haben jetzt uns überlegt für den Brandenburg-Tag, dass wir hier den Speicher auch beleuchten werden und eine kleine Projektion darauf bringen würden, als kleine Einstimmung schon mal auf den Brandenburg-Tag. Und heute Abend sind wir hier, dass wir es mal einmal unsere Ideen mal austesten und probieren wollen, was funktioniert und was nicht geht. Am 16. Juli waren Florian Stellies und Tom Zink vor Ort, um mit Lars Kreto von den Stadtwerken die Ideen zu besprechen. Erst einmal musste der Speicher aber genau unter die Lupe genommen werden. Wir messen jetzt hier für diese Projektion, für den Speicher, die Projektionsgeometrie ein, damit wir eine passgenaue Projektion darauf hinbekommen. Das ist jetzt erstmal ein Test, um zu gucken, was funktioniert. Die Bestandteile, oder es gibt ja schon hier so eine Vorstellung, was jetzt inhaltlich gezeigt werden soll. Und das probieren wir jetzt mal aus und gucken, ob es klappt. Und dann kann man hinterher jetzt nochmal im Nachgang sehen, vielleicht machen wir doch was anderes oder ja, es funktioniert. Die Front des Speichers soll zum Brandenburg-Tag und in den Nachtstunden eine Projektion mit dem Schriftzug und den Logos schmücken. Doch dafür muss es erst einmal dunkel werden. Gegen 22.30 Uhr dann der erste Versuch. Und die erste Projektion gelingt bereits sehr stimmungsvoll, wie unsere Bilder zeigen. Bis zum Brandenburg-Tag werden die Motive aber jetzt noch einmal angepasst, damit zum Landesfest wirklich alles perfekt sitzt. Die Projektion des Speichers beginnt passenderweise auch schon am Montag vor dem Festwochenende. Dann wird zusätzlich ein aufs Speichergebäude projizierter Countdown die letzten Tage, Stunden und Minuten zum kommenden Landesfest runterzählen.